zeige euch heute die Übung Crunches für den Bauch. Ihr nehmt die Hände ganz locker an den Kopf, dass ihr den Kopf unterstützen könnt. Zieht den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule und lasst den Oberkörper hochkommen und wieder zurück. Ausatmen beim Hochkommen, einatmen beim Zurückgehen. Achtet immer darauf, die Spannung vom Bauch immer halten. Wenn es zu schwierig ist, könnt ihr die Arme lang nach vorne nehmen, dann wird der Hebel kürzer. Je nachdem, was für euch angenehm ist. Hallo, wir zeigen euch die Übung Diagonale Crunches. Ihr nehmt die Beine in den rechten Winkel, nehmt die Hände ganz locker wieder an den Kopf, zieht den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule und arbeitet dann diagonal mit der Schulter Richtung gebeugtes Knie, immer rechts und links im Wechsel. Je nachdem, wie ihr möchtet und merkt, wenn der Bein im rechten Winkel ist euch zu anstrengend, könnt ihr die Füße natürlich auch aufsetzen und dann hier im rechten Winkel hochkommen. Lasst die Hände locker am Kopf, nicht am Kopf ziehen.